Oh, falsche Szene. Dann gucken wir uns hier mal an. Ja, Dekadent, wieder lost. Gewitter im Kopf hört auf. Gucken wir uns mal die Cake News von meinem neuen, allerbesten, jüngsten Freund KuchenTV an. Und da hat er noch mal. Digga, das Video ist wieder so leise. Also, kleine Triggerwarnung vorweg. Ich werde wieder massivst. Scheiße, keine Küchenrolle hier. Ich werde wieder massivst essen, schmatzen und mir mein Essen genehmigen. Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu den besten News in YouTube Guten Deutschland. Herzlich Appetit! willkommen zu den Cake News. Dekadent checkt es mal wieder nicht. Ich habe ja vor ungefähr ein, zwei Wochen ein Video zu Dekadent hochgeladen, weil er extrem billig versucht hat, Shoyoka und den Computerspielepreis zu verteidigen. Er hat ja einen gemeinsamen Podcast mit Stay und da hat er nochmal über die ganze Thematik geredet. Und wie er sich das Ganze schönredet, ist halt einfach wirklich dämlich. Beispielsweise trägt er das, was er gesagt hat, einfach so hier zusammen. Ich habe auch nicht so ganz verstanden, warum das jetzt so der große Skandal ist, weil alles, was ich basically gesagt habe, ist, dass dieser Computerspielpreis halt absolut niemanden interessiert. No, that's basically alles, was ich gesagt habe. Das ist ja bei weitem nicht das, was er in seiner Reaction Nee, gemacht hat. Um überhaupt euch nur nicht. noch mal einen Punkt zu nennen, am Anfang seiner Reaction hat er Monte und mich als Sexisten hingestellt, weil wir Shoyoka ja fertig machen, weil sie eine Frau ist. Shoyoka, die übrigens eine Frau ist, einen Preis gewonnen hat. Und ich sag euch, wenn man als Frau einen Preis gewinnt, dann sollte man sich darauf vorbereiten, dass man von Mann gesagt bekommt, dass das unfair ist und ungerecht. In dem Podcast wird das natürlich. Wir haben das ja schon mal uns auch angeguckt, das ist ja auch nur eine Cake News, die das gerade zusammenfasst. Aber der Typ kann nicht eine gute und sachliche Diskussion starten, wo er Dinge kritisiert von uns, die er nicht gut findet und ähnliches. Wenn er direkt in die Thematik reinsteppt mit einem Sexismusvorwurf, wo er behauptet, wir würden sie nur kritisieren, beziehungsweise sie dafür kritisieren, dass sie den Preis gewonnen hat, weil sie eine Frau ist. Wenn er so sein Video, seine Diskussion anfängt und das bis heute nicht einsieht, auch in seinem Podcast mit Stay nicht, dann kann ich dem jungen Mann leider an der Stelle auch gar nicht mehr helfen. Dann ist er verloren. Weder erwähnt noch richtig gestellt. Es wird einfach gesagt, hä, ich habe doch nur gesagt, dass sich niemand für den Preis interessiert. Andere Sachen, wie beispielsweise, dass er uns dafür gefrontet hat, dass unser Skill im Spiel nicht so groß ist, wurde auch nicht erwähnt. Oder dass seine Community uns die ganze Zeit beleidigt und fertig gemacht hat. Das ist irgendwie alles gar nicht passiert, laut Dekadent. Vor allem ist auch die Frage, wenn der Preis doch so unbedeutend ist, warum reagierst du überhaupt darauf? Ich meine, ich hatte das in einer Cake News Folge als 2 Minuten Unterthema, wo da Monte noch mal kurz drauf reagiert hat. Also, wenn es so nichtsaussagend ist, dann ignorier das doch weg, hä? Auch die. Ich bin's auch einfach leid, mich so mit solchen Möchtegern-Gutmenschen abzusammeln. Diese ganzen Affen-Idioten-Menschen da draußen, nicht jetzt Dekadent, sondern allgemein geredet, kotzen mich einfach mittlerweile nur noch an. Die erzählen dir immer, was du hättest besser machen können, was an deiner Person verkehrt ist und, zeigen immer mit dem Finger auf dich als Person. Aber wenn's dann mal selber bei denen kracht, dann haben die da die Pferdeklappen auf den Augen und gucken nur nach geradeaus, nicht nach links und rechts und reflektieren für sich selber 0,00%. Es kotzt mich einfach an. Da hast du da jetzt in dem Fall so einen Dekladent-Typen sitzen, der in seiner rosa-roten Wölkchen-Bubble lebt, der eigentlich nur Relevanz hat, weil er mit jemandem zusammen am Start ist, einen Podcast hat mit Stay, muss man einfach fairerweise so sagen. Ist ja auch in Ordnung, ist ja nicht jetzt als Angriff gemeint. Glaubt ihr, da kommt mal in irgendeiner Art und Weise eine Reflexion von dem Gesagten, dass er uns vollgelabert hat, dass wir so schlecht in Spielen sind, dass wir sexistisch sind, weil wir da den Preis kritisieren, weil Shoyoka eine Frau ist? Glaubt ihr, da kommt mal irgendwo eine Klarstellung, irgendwo mal eine kleine Korrektur? Das, was von uns immer bei jedem kleinen Fehler von solchen Gutmenschen wie ihm verlangt wird, Selbstreflexion, eine Entschuldigung, ein Statement und. Das, was von uns immer gefordert wird, kommt von den Personen überhaupt nicht. Und auch an der Stelle, auch Stay, ich weiß jetzt nicht, ob Stay, was er da noch in dem Podcast dazu gesagt hat oder nicht, aber Stay hat selber in seinem Statement-Video, zumindest wurde mir das so mitgeteilt, gesagt, dass er die Sexismuskeule von Dekladent nicht in Ordnung fand. Also ich weiß nicht, was er da noch in dem Podcast gesagt hat dazu, Stay jetzt. Mich widern diese Menschen mittlerweile einfach nur noch an. Kritik, die wir daran hatten, hat er halt immer noch nicht verstanden, obwohl ich schon ein ganzes Video dazu gedreht habe. Und jetzt auf einmal stehen alle auf und machen Videos und analysieren, dass sie ja nur 50% Spiele spielt und nur auch Just Chatting macht und so.
Und damit ist es unverdient und so? Nein, es geht nicht darum, dass sie 52% Just Chatting macht oder eigentlich nur Spiele spielt, wenn sie dafür bezahlt wird, wie du ja hier selber auch gesagt hast. Die hat ja auch irgendwie milliardenfache Placements für hunderttausende unterschiedliche Spiele immer. Natürlich ist das auch ein Unterpunkt gewesen. Vor allem ging es aber einfach darum, dass eine Person wie Shoyoka für die Meinungen und Takes, die sie raushaut, es einfach nicht verdient hat, für ihre politische Arbeit mit so einem Preis geehrt zu werden. Auch andere Aussagen sind halt einfach absolut dämlich, wie das hier zum Beispiel. So, die können die einfach nicht leiden und deswegen werden jetzt hier reihenweise Ansagevideos gemacht, wie unverdient doch diese Preisvergabe ist. Reihenweise Videos. Ein Video. Ihr merkt, wie dekadent fernab von der Realität lebt, ne? Jetzt mal ernsthaft. Ich habe ja schon gedacht, ich habe einen Gottkomplex, ne? Aber der Typ lebt wirklich auf einem anderen Planet. Die Cake News von mir, eine Reaction von Monte. Junge, also wir haben ja nichts anderes mehr auf unseren YouTube-Kanälen gemacht. Auch Stay hat sich hier nicht gerade mit Ruhm bekleckert und hat eine wirklich dumme Aussage gebracht. Hier geht es nicht primär um den Computerspielpreis. Und das erkennt man ganz einfach an der Tatsache, dass der Computerspielpreis in allen Videos in den Nebensatz angegriffen wird dafür, dass sie eine Preisverleihung machen und der oder die Kandidatin oder der Kandidat das nicht verdient. Aber das Problem ist ja, das ist ja überhaupt nicht der Fokus. Der Fokus ist ja, wie kann sie das gewinnen? Natürlich muss ich Shoyoka kritisieren bzw. gegenargumentieren, warum sie für die Punkte, wofür sie den Preis bekommen hat, diesen Preis eigentlich nicht verdient hat. Weil meine Kritik ist ja quasi zu sagen, dass Shoyoka das nicht verdient hat. Und da muss ich auch Gründe dafür geben, warum das denn der Fall ist. Am dümmsten ist aber wirklich von Dekadent dieser Punkt hier. Irgendwann realisiert man auch, okay, hier geht es eben nicht um Diskurs oder lass mal gucken, dass man Meinungen austauscht, sondern da geht's halt einfach nur um, ey, wie kann ich irgendwie Beef erzeugen, damit meine Videos... Oh, ja, genau, Dekadent. Wie kann ich irgendwie Beef erzeugen? Stimmt. Ja, natürlich, Digga. Bei dir krass so gewaltig. Also wirklich. Leute gucken. Okay, also halten wir fest. Ein Dekadent, der uns am Anfang von der Reaction erstmal als Sexisten hinstellt, der sein Chat so gut wie gar nicht moderiert hat, wir wurden da die ganze Zeit angegriffen und der eigentlich die ganze Zeit Sachen aus dem Zusammenhang reißt, wirft jetzt mir und Monte vor, dass wir nicht offen für einen Diskurs sind. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, um ehrlich zu sein. Ja, Dekadent. Ich gebe euch nur mal ein Beispiel, okay? Shoyoka, der hat jetzt mit Dekadent nichts zu tun. Shoyoka ist jemand, der uns ja auch vorwerft, nicht das Gespräch zu suchen oder Kuchen und ähnliches. Ich habe in meiner letzten Reaction gesagt, scherzeshalber, dass wir diesen Diskurs, den wir ja haben, gemeinsam in dem Space von Beelay klären können. Könnt ihr euch dran erinnern? Liebe Shoyoka, ne? Könnt ihr euch vielleicht noch dran erinnern? Wisst ihr, was ihre Antwort darauf war? Also ihre Antwort darauf war, sie hat Beelay blockiert. Der hat noch nie mit ihm ein Wort geredet, noch nie mit ihm, also sie hat ihn einfach blockiert. Was willst du da machen? Also da knallt's gewaltig. Dekadent hat sich mal wieder nicht mit Ruhm bekleckert, eigentlich kennen wir das nicht anders, aber nun gut, gehen wir mal zum nächsten Thema. Gewitter im Kopf hören auf, beziehungsweise das ist nicht ganz so richtig. Gewitter im Kopf haben ja 2019 angefangen, YouTube-Videos zu machen und sind wirklich extrem durch die Decke gegangen. Innerhalb von, glaube ich, weniger als einem Jahr haben sie die 1 Million Abonnenten erreicht und haben auch derzeit über 2 Millionen. Nun kam ja in letzter Zeit sowieso nicht mehr so wirklich aktiv Content auf dem Kanal. Jetzt haben sie ein Video hochgeladen, dass sie tatsächlich aufhören, beziehungsweise Jan hört auf. Ja, ihr habt richtig gehört, ich höre auf. Also das hier ist tatsächlich das letzte Video. Das mache ich gerade auch irgendwie so mit gemischten Gefühlen. Und der Hintergrund davon ist halt vor allem nach dem positiven Ausgang von meiner Hirn-OP im letzten Jahr sind ja auch so aus beruflicher Sicht wieder sehr viele Dinge möglich geworden, die ich dann jetzt auch verwirklichen möchte. Daher werde ich mich aus Social Media weitestgehend zurückziehen und einen regulären beruflichen Alltag ausführen. In diesem Video wird halt auch noch gesagt, dass Tim den Kanal höchstwahrscheinlich weiterführen wird. Also mit meinem Ausstieg wird der Kanal Gewitter im Kopf natürlich nicht gelöscht. Den wird es weiterhin geben und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn Tim den weiterhin verwaltet und den... Also erstmal, ich habe ja Jan und Tim beide auch kennengelernt. Die waren ja beide auch bei mir zu Besuch und ganz liebe Menschen beide. Beide haben Fehler gemacht in ihrer YouTube-Karriere, ich auch. Insofern kann man sie jetzt nicht unbedingt verurteilen. Ich finde, ich kann es einerseits verstehen, dass ihr als Zuschauer sie größtenteils darauf reduziert hat, dass je mehr Tourette in einem Video, desto erfolgreicher das Video. So, ihr wisst, was ich meine. Je lustiger die Tourette-Situation, desto mehr Klicks. Als das Tourette weggegangen ist, sind auch die Klicks weggegangen.
so mäßig. Ich kann jetzt viel sagen. Die Jungs wurden auch ganz gut vergewohltätigt von anderen Influencern, die den Hype bei denen mitgenommen haben. Lass mal Video hier machen, lass mal Video da machen, komm mal zu mir ins Stream, komm mal zu mir ins Video. Bla, 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 bla. Ich persönlich hoffe einfach nur, gerade auch für Jan, dass er auf seinem Lebensweg glücklich wird, einen passenden Mann für sich findet. Ich weiß nicht, ob er vergeben ist oder nicht. Falls ja, dann hoffe ich euch beiden schon mal nur das Beste und viel Glück. Dass er hoffentlich auch einen bisschen kleinen finanziellen Taler beiseite gelegt hat oder das Geld, was er mit YouTube verdient hat, gut angelegt hat, vielleicht sich die ein, zwei kleine Immobilien finanziert hat, ähnliches. Wenn sich eine Tür schließt, dann öffnet sich eine neue Tür und ich wünsche den beiden nur das Beste. Sind sympathische Jungs und klar haben wir auch ein bisschen abgekotzt über einige Aktionen, die die da gemacht haben, aber haben auch viele über mich. Nur Liebe für die im Herzen, sage ich. Für positive Zwecke in der Zukunft nutzen wird. Wie aktiv das Ganze jetzt durchgeführt wird, wird in dem Video allerdings nicht gesagt. Erstmal natürlich Glückwunsch an Jan, dass er jetzt wieder normal arbeiten kann, wenn das sein Wunsch ist. Ja. Ich persönlich finde es sehr krass, dass er einfach dieses privilegierte Leben eines Influencers wegwirft, um dann halt wieder normal zu arbeiten. Auf der anderen Seite muss man aber natürlich sagen, dass deren Kanäle jetzt in letzter Zeit sowieso nicht mehr so erfolgreich gewesen sind. Vielleicht hat er sich auch gedacht, dass er das noch maximal ein paar Jahre machen kann und jetzt lieber den normalen Berufsweg einschlägt. Ich denke auch nicht, dass sollte Tim da jetzt alleine Videos hochladen, das großartig erfolgreich wird. Das Spannende an dem Kanal war halt am Anfang das Tourette. Das war ja nach der OP von Jan sowieso weg. Und no front gegen Jan und Tim, aber das habe ich ja auch schon in anderen Videos gesagt. Die sind wirklich super sympathisch, nette Typen. Ich habe die auch privat mal bei einer Party kennengelernt. Alles nice, aber ich finde, die sind von der Art her nicht dafür gemacht, auf YouTube wirklich krass erfolgreich zu sein. Deswegen gehe ich nicht davon aus, dass egal welche Videos da jetzt kommen, er nochmal durch die Decke gehen wird. Aber ich wünsche euch beiden natürlich super viel Glück und hoffe, dass ihr das macht, was ihr wollt. Was sagt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare. Genau das wünschen wir denen auch. Manuelsen hat Beef mit KuchenTV. Manuelsen war nämlich letzte Woche live und hat auch kurz über mich geredet. Hier sagt er unter anderem das hier. Guck mal, so ein KuchenTV, ne? Der macht sich über dich lustig, deformiert dich, zieht deinen Namen in seinen Videos komplett in den Dreck und tut so, als ob der Erhabene ist. Und wenn du den dann anrufst und sagst, hör mal zu, was soll das? Dann sagt er, das Erste, was er sagt, ist, hör mal zu. Ich sagte direkt, wenn du mir zu nahe kommst oder irgendwelche Leute mir zu nahe kommen, rufe ich die Polizei. Die haben mir wert was von Polizei gesagt. Das Ganze ist nur so halb richtig, aber um was geht es überhaupt? Ich habe vor ungefähr 3 Wochen ein Video zu dem Boxkampf von Manuelsen gemacht und eigentlich auch alles in Ordnung. Das Video war irgendwie schon 2 Wochen online und es ist auch überhaupt nichts passiert, bis Manuelsen sich dann tatsächlich bei mir gemeldet hat. Er wollte, dass ich meine Videos offline nehme und in Zukunft nie wieder über ihn rede. Also er hat mich da wirklich bedroht, dass ich das halt lieber lassen soll. Und ja, da rufe ich halt die Polizei, weil ich lasse mich von sowas halt nicht unterbuttern. Also ich habe einen ganz normalen Meinungsblog gemacht. Das Ganze ist auch rechtlich absolut in Ordnung und da lasse ich mich auch nicht einschüchtern. Weiter sagt er Folgendes. Ich rufe dich an, weil ich sage, Du redest hier gerade über einen gestandenen Mann, über einen Familienvater, Bruder, im Internet. Du erzählst Halbwahrheiten und du redest ohne Respekt. Man kann sich doch dagegen wehren. Sag mir nicht öffentliches Leben, da muss man mit leben. Wallah, muss ich nicht mit leben. Wallah, bitte, ich lebe damit nicht. Doch, Bro, eigentlich musst du das schon. Jeder hat recht, andere im Internet zu kritisieren und sich auch über die Person lustig zu machen. Natürlich muss das im Rahmen stattfinden, man sollte jetzt natürlich keine Gesetze brechen oder sowas, aber ich kann doch meine Meinung zu dir in einem Video sagen. Und ich... Warum macht KuchenTV nicht seinen eigenen Content? Ach ja, teils talentfrei. Bro, er ist Meinungsblogger. Er braucht nicht sein eigenes Ding machen. Er berichtet über andere Meinungen, also über die Meinung oder sagt seine Meinung dazu. Was ist los bei dir? Also, ich war nicht bei dem Gespräch dabei, kann es nicht beurteilen. Wenn ich in Kuchens Situation wäre und ich angerufen werden würde, ohne dass ich meine Nummer der Person gegeben habe und ich werde angerufen und sage, lösch das Video und nie wieder redest du über mich, würde ich auch ganz einfach sagen, ey Digi, nett gemeint so. Ich würde so sagen, wenn du damit ein Problem hast oder dir irgendein Video nicht gefällt, kannst du gerne anwaltlich dagegen vorgehen. Drohen lassen muss ich mir sowieso nicht und ich würde da in Kuchens Situation vermutlich genau dieselben Sachen sagen und einfach sagen, Digi, dann rufe ich die Polizei. Wir verdienen alle legal unser Geld im Internet, sind keine Verbrecher, sind keine Gangster, sind nicht in irgendwelchen Milieus unterwegs, wir verdienen alle legal unser Geld und dann ist es auch als rechtschaffender Bürger mein gutes Recht, wenn ich mich bedroht fühle, zu sagen, du, Digi, ich habe gar keine Lust auf die Scheiße, dann rufe ich die Bullen, dann zeig dich an. Wir sind keine Kinder mehr, wir sind erwachsene Männer. Warum sollte Kuchen jetzt am Telefon zu Manuelsen als Beispiel jetzt sagen, oh nee, Digi,
Wenn du Probleme hast, komm, wir treffen uns, dann fick ich dich. So, weil wisst ihr, wie ich meine? Wir sind erwachsene Männer. Wir sind keine Kinder mehr, Digga. Und ich bin in den Videos zu Manuelsen auch immer fair geblieben. Ich habe zum Beispiel, selbst als er den Boxkampf verloren hat, so Dinge wie das hier gesagt. Ich bin mir auch zu 100% sicher, dass, wenn es ein Rematch gibt, Manuelsen jetzt vielleicht 30 Kilo abnimmt, richtig hart trainiert, dass er Bösemann, ohne mit der Wimper zu zucken, auf den Boden schicken würde. Da bin ich mir ziemlich sicher. Mir ging es ja nicht mal in dem Video darum, ihn jetzt irgendwie fertig zu machen oder sonst irgendwas. Ich habe halt einfach die ganze Sache mit dem Boxkampf zusammengetragen und da muss man nun mal einfach sagen, dass sich Manuelsen vorher und auch danach nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat. Also, wenn ich dann solche Sachen zusammentragen kann, dann solltest du ja eher an dir arbeiten, als jetzt irgendwelche Kritiker mundtot machen zu wollen. Und natürlich kannst du dich auch vernünftig wehren, ohne dass du jetzt Gewalt anwenden musst oder sonst irgendwas. Du kannst beispielsweise Stories machen, Reactions, wo du mich frontest, irgendwelche Livestreams oder irgendwelche anderen Sachen, Diss-Tracks, was weiß ich. Aber wer nun mal im Internet ist, muss halt auch damit klarkommen, dass andere sich eine Meinung über dich bilden und dass das vielleicht auch mal mit einigen Jokes oder Witzeleien passiert. Ja. Wenn du damit nicht klarkommst, dann bist du hier nun mal einfach falsch. Ich finde es halt auch mega lustig, dass Manuelsen, derjenige, der dafür bekannt ist, dass er die ganze Zeit Ansagen gegen andere macht, sofort Leute wie mich anruft und bedroht, wenn ich da mal ein Video gegen ihn droppe, was ja inhaltlich nicht mal schlimm gewesen ist. Ich finde, es spielt auch nochmal einen Unterschied. Wenn Manuelsen jetzt KuchenTV anrufen würde und zu ihm sagen würde, Diggi, in dem Video hast du Quatsch mit Soße erzählt, Information A, C und E sind verkehrt, dafür erzählst du Lügen und ich möchte, dass du das Video löscht oder das rausschneidest oder dich korrigierst. Das habe ich damals bei KuchenTV auch gemacht, als das Video zu der Thematik Slots und ähnliches hochgeladen hat. Dann bin ich aus dem Stream rausgegangen, habe ihn angerufen, habe gesagt, ey Kuchen, du weißt, und das weiß Kuchen auch, du weißt, ich würde dir niemals verbieten, über mich zu berichten. Aber in dem Video hast du Dinge gesagt, Falschinformationen, nicht, dass er es bewusst gelungen hat, die falsch sind. Und ein Punkt, sage ich euch jetzt auch ehrlich, da habe ich mit ihm ja auch drüber geredet. Und ein Punkt war auch, am Ende des Videos hat er dann mäßig so gesagt, und ich weiß auch gar nicht so, ob das alles legal ist, aber das wird mit Sicherheit die Staatsanwaltschaft überprüfen. Und dann habe ich ihn angerufen und habe zu ihm gesagt, Diggi, erstmal sind da Sachen in dem Video verkehrt, also du berichtest verkehrt. Auch wenn wir keine Freunde sind im Sinne von, dass wir jede Woche miteinander telefonieren oder nicht. Du hast meine Telefonnummer und am Ende das so abschließt mit diesen Worten so mäßig sozusagen, ah, das wird rechtlich geprüft. Das habe ich überhaupt nicht gefühlt. Ist sehr provokant und sehr so, hoffentlich wird das rechtlich geprüft und hoffentlich hat er eine Strafe. Versteht ihr, wie ich meine? Und dann hat er das Video offline genommen. Und hat es irgendwann später, eine Woche später oder so, wieder hochgeladen und korrigiert. Fand ich zwar immer noch, ich habe mir natürlich am liebsten gewünscht, kein Video, ist ja klar. Aber ich würde ihn nie anrufen, Chat. Ich würde nie jemanden anrufen und sagen, ich hau dir aufs Maul. Das kannst du vielleicht machen, wenn du nicht im Internet stattfindest, kannst du deine Probleme so lösen. Aber wenn ich KuchenTV anrufen würde und sagen würde, ich hau dir aufs Maul, wenn du das Video nicht löscht, Diggi, KuchenTV wird einen Scheiß tun. Der wird entweder mich anzeigen oder, und dann wird er das im Internet erzählen und dann bin ich sowieso der Gearschte. Also wir waren bei dem Telefonat nicht dabei, aber ich bin da eher auf KuchenTV seiner Seite eher ein L-Take von Manuelsen, wenn es so gewesen ist, was wir nicht wissen. Ich habe ihn weder beleidigt, noch fertig gemacht, noch ihn irgendwie angegangen oder so. Vor allem sagt gerade er dann das hier. Wenn Manuelsen was zu beanstanden hat, dann heißt es immer, ja, Manuel, dies, das. Weil diese ganzen seit Jahren gehen und so tun, als ob ich ein geistesgestörter Psychopath bin, die wissen nicht, mein Herz ist eine Blume. Die wissen nicht, ich bin der liebste Mensch der Welt. Ich schwöre bei Gott, der liebste Mensch der Welt. Ich will von niemandem gar nichts. Ich muss nicht über diese Leute reden. Diese Leute müssen über mich reden. Ja, Bro, du hast... Okay. Ein ganz tolles Herz. Mich anrufen und mich bedrohen wollen, damit ich nicht mehr über dich berichte in Zukunft. Sehr stark auf jeden Fall. Was ich auch lustig finde, ist, dass Manuelsen in den Livestream gesagt hat, dass ich ja die ganze Zeit über ihn berichten muss, um Klicks zu bekommen. Ich habe ein Video vor 3 Wochen gemacht und seitdem hast du mich in 3 Livestreams erwähnt und jetzt in diesem Instagram-Livestream nochmal zusätzlich, während ich gar nichts gemacht habe. Du bist mir egal, aber ich berichte halt über aktuelle Themen und der Boxkampf war nun mal aktuell. Was ich auch nice finde, verständlich, ja. Finde ist, dass er sagt, dass er ja voll das gute Herz hat. Er hat mich angerufen, während ich mit meinem Kind im Urlaub gewesen bin. Das habe ich ihm dann auch gesagt, bin dann nicht weiter drauf eingegangen und trotzdem habe ich noch ein paar Anrufe mehr bekommen, obwohl er wusste, dass ich gerade mit meinem Kind unterwegs bin, was einfach unnötig ist. Und ja, Manuelsen, mir ist es egal, wenn ich ein Video über dich mache, ob du Familienvater bist oder nicht, weil ich mich nur auf die Kunstfigur Manuelsen beziehe. Sowas wie dein Kind, Familie oder sonst irgendwas würde ich im Leben nicht mit reinziehen, weil das damit einfach nichts zu tun hat.
tun hat. Wie gesagt, komm halt einfach damit klar, hör auf mich zu bedrohen, schick irgendwelche Leute her, dann gehe ich zur Polizei und Ende. Weiter muss man darüber nicht reden. Ja. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, meine Freunde. Okay, thanks, bye. Ja, also kann man ja, wenn es so gewesen ist, wir waren ja nicht dabei, kann man da theoretisch gesehen nur zustimmen und war ein gutes Video von Kuchen Safe, ja.